Sie wollen halt, dass jeder Kacklappen so alle paar Minuten wenigstens einmal kurz ein bisschen auf die Schulter geklopft bekommt. Macht einfach Bock. Klingt geil, sieht cool aus. AK ist einfach zeitloser Klassiker. Findest du BO4 besser? Nö. Also, MW hat viel besser gemacht als BO4. Aber halt auch viel falscher. Man kann nicht einfach nur sagen, jo, ist geil oder ja, ist scheiße. BO4 und MW sind in meinen Augen beide so. Irgendwie sowas. Und sie könnten eigentlich beide so sein. Weil das Gunplay, die Time to Kill fand ich persönlich in BO4 auch ziemlich okay. Die extra Rüstung hätte man weglassen können, dann wäre es noch besser gewesen. Aber was es für mich persönlich halt einfach komplett verkackt hat, waren diese fucking dämlichen Overwatch-mäßigen Operator mit irgendwelchen Special Abilities. Wie einen Hund, Alter, wo man einfach nur einmal Q drücken muss und dann kriegt man einen Gratis-Skill geschenkt. Das ist genau das gleiche wie hier. Sie wollen halt, dass jeder Kacklappen so alle paar Minuten wenigstens einmal kurz ein bisschen auf die Schulter geklopft bekommt. Und es tut mir leid, aber wer ein Spiel wie COD spielen möchte, der muss halt lernen, wie man die Kills macht. Da kann sich nicht der Rest beugen und sagen, ja gut, jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass hier der das auch kann. Tut mir leid, das ist so. Wenn ich bei einer Schachmeisterschaft mitspielen will, dann kann ich nicht erwarten, dass wenn ich zu blöd bin, die Regeln zu raffen, alle anderen nach vereinfachten Regeln spielen. Und so ist es hier auch. Das Spiel, das ist ein Shooter. Der ist ein schneller Action-Shooter. Und wer nicht schnelle Action spielen kann oder mag, der muss halt was anderes zocken. Wo ist das Problem? Ich mag doch auch kein Fortnite. Reg ich mich jetzt auf, die sollen das Bauen rausnehmen, damit ich Fortnite spielen kann? Nee, mach ich nicht. Warum? Weil ich nur die Spiele spiele, auf die ich Bock habe. Und wenn mir die nicht Bock machen, dann spiele ich die nicht. Gut ist. Das ist auch nicht schwer. Na, wolltest du schön messern, Digga? Ging wohl in die Hose, ne? Das ist das Ding. Oder sehe ich das verkehrt? Ich meine, gerade neue Spieler können das doch mal sagen. Aber ich finde, man kann das lernen. Das ist zwar nicht einfach. Und das dauert vielleicht eine Woche. Oder auch ein bisschen länger. Aber man kommt irgendwann klar. Und dann macht es umso mehr Spaß. Was? So viel zum Thema Sniper-Flinch, Alter. Die neue Knarre, also die Galil ist das ja, glaube ich, eigentlich, die spielt sich ein bisschen geiler als die AK. Aber ich muss wirklich leider sagen, die AK ist zwar schwerer zu kontrollieren, weil der Rückstoß echt übler ist so, vom Spread und Random-Faktor. Aber ich finde, es geht einfach nichts drüber, einfach eine AK mit Ironside zu zocken. Das ist einfach mit das Geilste. Einfach Klassik AK rein, fertig, Alter. Macht einfach Bock. Klingt geil, sieht cool aus. AK ist einfach zeitloser Klassiker in sowas. Wird irgendwie zu blöd zum Klettern, Alter. Und zu blöd zum Schießen bin ich offensichtlich auch. Ah, schön am Fenster hocken, Digga. Macht Spaß, oder? Das ist auch so ein Ding hier. Ist Killstreaks, ne? Gehören für mich zur CD. Es gibt ja Leute, die sagen, raus damit, stirbt nur. Okay, kann man so sehen. Wer das nicht mag, jeder selbst überlassen. Ich persönlich bin der Meinung, Killstreaks gehören rein. Ist Teil von Call of Duty. Es geht in COD um nichts, da können auch Killstreaks rein. Ist genau wie dasselbe Prinzip in Battlefront. Da kannst du gegen Darth Vader als Otto normal Kacksoldat auch nicht viel machen, außer der spielt halt mit dem Lenkrad. Aber es gibt so Killstreaks, die sind einfach too much. Und für mich zum Beispiel, Phosphor gehört dazu. Das ist einfach nur nervig, Digga. Die ganze Karte zuzurauchen. Keiner kann mehr was sehen. Jeder rennt aus Versehen irgendwie durch irgendwelche Flammen, die man teilweise nicht mal sehen kann. Und verreckt einfach. Der andere freut sich über 8 Milliarden Punkte. Meiner Meinung nach gibt es einfach auch Killstreaks, die müssen nicht sein. Oh! Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, schön auf Gold gespielt, die Knarre, ne? Ach, schon wieder durch, Alter. Ich bin schon wieder Erster. Ich hab nichts gemacht. Was ist los? Wie, in welcher Welt bin ich denn jetzt wieder Erster geworden? Mit was? Hä? Es ist Team Deathmatch. 13-10. Hey, gut, ich meine, Kelly ist positiv. Dann hast du eigentlich schon nichts falsch gemacht im Deathmatch. Aber warum ich Erster? Ich hab nichts gemacht. What the fuck? Gab's ja immer. Totenstille in der Gegenperk war besser hören. Das kann sein, aber dann muss man halt besser hören auf denselben Slot machen wie, Geist. Und dann muss sich der Camper schon entscheiden, ob er auf der Minimap zu sehen sein will oder ob er die Steps hören will. Beziehungsweise, ach nee, mit Totenstille hast du mit besser hören trotzdem nicht gehört, glaube ich, ne? Zumindest in den normalen Titeln.
Aber so oder so waren die Steps nie so laut. Modern Warfare hat wirklich viele Baustellen, ja. Und das ist das Ding. Es sind halt so unsinnige Sachen. Und ich verstehe nicht, wenn du so viele verschiedene Modes hast, die man zocken kann. Von Hardcore über taktischen Realismus bis zu kleinen Matches, bis zu Ground War, bis zu Warzone. Warum ist kein Modus dabei, der einen Oldschool-COD-Fan anspricht? Bei so einer Auswahl. Warum ist nicht das Standardspiel für Call of Duty-Fans und Leute, die es taktisch mögen, spielen taktischen Realismus oder sonst was? Warum legt man nicht die Riesen-Modes etwas taktischer aus? 6 gegen 6 muss man nicht taktisch machen. Das funktioniert nicht. Da passiert nichts. Da kommt einfach Langeweile auf. Man muss doch nicht das ganze Spiel ändern. Die haben 1000 verschiedene Game-Modes. Da kann man auch einen davon nehmen und sagen, pass auf, das ist ein Run-and-Gun. Warum gibt's nicht eine Playlist? Das Spiel ist bald ein Jahr draußen. Es gibt keine Playlist, wo alle Totenstille einfach permanent haben. Warum probiert man es nicht mal aus? Ich kann euch quasi garantieren, wenn so eine Playlist mal kommen würde, wo jeder Totenstille hat, man hört nichts. Es ist einfach nur rumrennen, ballern, Action. So wie damals hier in Quake, Alter, einfach alles wegbrezen. Die Leute spielen den Modus zu Tode. Alle Oldschool-CD-Fans werden den Modus zu Tode spielen. Weil er Action hat, weil da Bewegung drin ist, weil die Leute Bock haben. Es ist so einfach. Oder nicht. Ich persönlich finde, es ist eigentlich wirklich genauso einfach. Die stehen da zu zweit nebeneinander, ganz groß. Fuck! Das standen alle noch in ihrem Spawn, Bruder. Ich weiß auch nicht, warum ich noch irgendwas anderes erzähle. Es ist einfach, man muss es nicht erwähnen. Jede Runde ist gleich, Alter. Keiner geht aus dem Spawn, nur ein Eddie nicht, Alter. Eddie Swaggerty rennt natürlich rum wie Falschgeld. Die sammeln ihre Marken nicht ein, Digga. Warum ist da ein Gegner, der an zwei Marken vorbeigelaufen ist? Was ist das hier, Digga? Ist das hier irgendwie ein Witz? Ist das hier irgendwie, weiß nicht, ist das ein Leslie Nielsen-Film oder was? Wo ist der Wichser, Alter? Und keiner hat ihn erschossen. Cool, der sitzt da immer noch drin. Hello there. Du, der bleibt stumpf vor der offenen Tür sitzen. Das kann man sich nicht ausdenken, Alter. Oder? Und ich habe mich quasi selbst gekillt, weil ich in seine Kugeln gelaufen bin. Der hat irgendwo hingeschossen. Meine Güte nochmal, Alter. Ja, aber er ist damit durchgekommen, ne? Also wird er es weitermachen. Was sind deine Top 3 COD? Kann ich dir nicht sagen. Mein Top COD wird für immer COD 4 bleiben. Modern Warfare war das geilste Spiel, was jemals rausgekommen ist, glaube ich. Ich glaube, ich habe kaum einen Shooter so lange gespielt. Half-Life natürlich steht sowieso auf einem anderen Podest. Aber für mich wird niemals wieder was an MW4 rankommen. Der MW2 war gut. Aber auf PC war das totale Scheiße. Und diese Peer-to-Peer-Wichse statt richtigen Servern hat es komplett ruiniert. Und ich hatte eine gute Leitung. Ich war immer der Host. Ich hatte einen Ping von 0. Allerdings hat sich das angefühlt, als ob du die Leute mit Cheaten besiegst, weil die einfach keine Chance hatten zu reagieren gegen jemanden, der einfach keinerlei Latenz hat. Im Gegensatz zu allen anderen. Das war das erste Mal, als ich gedacht habe, Alter, COD, das geht gar nicht. Wer trifft da die Entscheidung? Und da haben sie das erste Mal wegen Geld im Grunde das Spiel ruiniert. Wortwörtlich das Spiel ruiniert. Seit COD 4 kam kein wirklich richtig geiles COD mehr raus auf dem PC. Auf Konsolen mag das anders sein, aber Ghost zum Beispiel war auf PC eine pure Frechheit. Wie gesagt, MW2, MW3, Peer-to-Peer statt Server-Deck, das kann man sich nicht ausdenken in so einem Spiel. Einer der Spieler ist der Host. Mit Ping von 0. Ja, sie haben coole Features reingemacht, mehr Waffen, mehr gute Killstreaks auch und so, aber am Ende des Tages, was nützt es dir, wenn die Servertechnik nicht da ist oder so ein Schrott halt drin ist? Wo willst du denn hin? Bleib mal hier. Wo willst du denn hin? Bleib mal hier und abonnier, du Tier. Und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich noch Kanalmitglied werden, mein Sohn. Ab 2 Euro geht das los und es wächst dir höchstwahrscheinlich ein Bart. Vielleicht aber auch nicht. Wann kommt BF in einer Liste der besten Ego-Shooter? Ja, ganz oben. Ich dachte, wir reden nur von COD jetzt gerade. Sorry, aber da muss ich wirklich sagen, bisher war für mich jedes Battlefield immer besser als COD. Aber das liegt auch daran, dass ich halt finde, dass man in Battlefield einfach mehr Abwechslung immer hatte. Ohne Scheiß wäre dieses Spiel nicht so fucking undurchdacht mit diesen ewigen
nervigen Fehlern da drin, über die wir immer wieder reden, dann würde ich dies hier als erstes auf jeden Fall mal wieder wirklich extremst viel besser als das letzte Battlefield finden. Aber um Battlefield 4 vom Thron zu stoßen, da muss schon was kommen. Und auch Battlefield 4 hat jede Menge Schrott drin. Also Fliervisiere allen voran. Braucht kein Mensch, kann raus. Aber das Gameplay von Battlefield 4 sucht immer noch seinesgleichen in meinen Augen. Okay, hä? Warum ist er nicht verreckt? Bei ihm bin ich beim ersten Schuss verreckt. Der Gegner frisst 6 Kugeln aus der AK. Achso. Ja, nochmal Deagle Kill zum Ende. Das kann man ruhig mal machen. Okay, das war der beste Moment bisher, Alter. Schön über ihn rüber gesprungen und dann get Deagle, son. Amazing. Hui. Das war richtig. Oh, geil. Mit KK. Pass auf. Hui. Bam. Bam. Und in den Arsch geschossen. Perfekt. Ah, schön. Ob KD ist noch positiv. Alles gut. Zweiter.